Servus, liebe Freunde der gepflegten Northern-Unterhaltung, ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch den Jagdpanzer 4.5, ein Fahrzeug, das ich auf meinem Kanal, glaube ich, noch gar nicht behandelt habe. Weder, dass ich dazu ein Video gemacht habe, noch im Gast-Replay-Format. Und selbst wenn, dann ist es schon ewig und 300 Jahre her. Der Jagdpanzer 4.5, auch bekannt als Kanonenjagdpanzer, ein Fahrzeug der Bundeswehr, ja, aus den Zeiten des Kalten Krieges, ist ein Kasematt-Fahrzeug, bedeutet also ein Panzerjäger ohne drehbaren Turm, sondern nur halt eben mit starrer Kanone nach vorne, die halt, ja, schon natürlich einen diversen Richtbereich hat, aber trotzdem halt keinen drehbaren Turm. Er ist auch nicht wirklich gut gepanzert. Also das muss man halt hier eben sagen. Ihr seht es hier, ihr habt 50 und 30 mm rund um die gesamte Wanne. Selbst im angewinkelten Zustand ist das Ding eine fahrende Pappschachtel, ja. Mit hier unten haben wir maximal 99, na sagen wir mal rund 100 mm an der Unterwanne. Und oben am Aufbau, ja, sind es maximal 82 mm, also gegen alles, was der Kanonenjagdpanzer, Schrägstrich Jagdpanzer 4.5 treffen kann, hustet ihn einmal an und dann seid ihr raus. Natürlich bedingt durch die Volumetric Shells passiert es natürlich auch mal, dass ihr, wenn ihr euch im richtigen Moment wegdreht, auch mal einen Schuss bouncen könnt, aber das ist so überhaupt nicht Standard. Was haben wir als Bewaffnung? Wir haben die 90 mm BK-90, die übrigens auch auf dem Ru 251 verbaut ist. Also wer den Ru 251 hat, der kennt halt eben auch schon die 90 mm BK-90. Spielt sich eigentlich gar nicht mal schlecht. Es war ein Wunsch aus einem Stream bei mir und eigentlich, ja, war ich bisher nie so ein wirklicher Fan von dem vom Kanonenjagdpanzer. Vor allen Dingen, weil er auch losgeht, Stockgrind mit der DM502, also mit der Hash 102 mm. Das ist natürlich jetzt erstmal so grundsätzlich nix. Ihr habt dann noch auf der zweiten Ebene der Forschungsmodule die M431 mit 320 mm, die Heat FS. Ist halt jetzt auch so ein Ding, ne? Die Heat FS ist immer noch sehr, sehr RNG-lastig, also entweder sie funktioniert super und damit reißt ihr dann alles weg oder sie funktioniert halt so gut wie gar nicht. Das kann halt in einer Runde so sein und in anderer Runde so und umgekehrt. Also es ist schon sehr, sehr lästig, mit der Heat FS spielen zu müssen. Gegen leichte Fahrzeuge, wenn ihr noch andere Munitionssorten habt, die ihr hauptsächlich verwenden könnt, im Gegensatz zu Heat FS, alles okay, nehmt ein paar Heat FS mit und setzt sie gegen leichte Fahrzeuge ein, dann wirkt die halt eben quasi wie eine HE. Aber so grundsätzlich gegen feindliche Panzer, gerade wenn sie ein bisschen stärker gepanzert sind, auch man mag eigentlich glauben, dass der entsprechend hohe Pen da auch durch die Wirkweise mit dem heißen Strahl ja schon eigentlich deutlich besser funktioniert als so eine APC-BC, aber Pustekuchen, ja, die Heat bzw. Heat FS im Spiel ist einfach ein absoluter Graus. Wenn sie funktioniert, ist sie super, ansonsten regt sie einen eigentlich nur auf. Wir haben momentan mit einer 72er Crew 6,5 Sekunden Reload, das Ganze könnt ihr noch drücken, und zwar, wenn ich den richtigen Knopf finde, auf insgesamt mit einer Ass-Crew 5,6 Sekunden. Das ist schon ordentlich, das ist gut. Jetzt sind wir bei 6,5, wir haben 8 Grad Gun Depression. Das beschränkt euch ein bisschen in eurer Bewegung, ist aber zum Beispiel auch besser als bei vielen russischen Fahrzeugen. Also sollten wir hier für die 8 Grad schon entsprechend dankbar sein. Auch für den Jagdpanzer 4.5 gilt, er ist nicht für jede Karte geeignet. Ja, also für Stadtkarten ist so ein 4.5, finde ich, jetzt nicht so wirklich geeignet. Er eignet sich eher so, um beim Gegner irgendwie in der Flanke aufzutauchen, beziehungsweise wirklich als Feuerunterstützung und so aus der zweiten Reihe zu spielen. Ich habe euch zwei Runden mitgebracht. Die sind, wie gesagt, eben auch im Stream entstanden und da werden wir uns das Ganze dann gleich mal angucken. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt gehen wir mal rein in die Runden. Erste Runde Schlacht im Hürtgenwald. Die Version hier, also brauchen wir eigentlich nicht drüber zu reden, das ist wieder so eine künstlich verknappte Runde, wo man hier nur, ja, in so einem Rechteck halt eben kämpft. Absolut grauenhaft.
Hier auf der Minimap erkennt man das Rechteck ein bisschen besser. Aber grundsätzlich Schlacht im Hürtgenwald für den Jagdpanzer 4-5. Eigentlich eine sehr gute Map, eine prädestinierte Map, um halt eben hier an der Stelle euch irgendwo verstecken zu können, ein bisschen vielleicht in der Flanke spielen zu können. Oder hier, wie ich das jetzt hier machen werde, aus der zweiten Reihe. Einfach schauen, Anfahrtswege, wie hier jetzt zum Beispiel, beobachten. Man müsste dann halt natürlich dann noch treffen, dann würde das Ganze auch was werden. Ganz wichtig, auch hier bei diesem Fahrzeug, sage ich euch auch gleich, versucht so häufig wie möglich eure Position zu wechseln. Wenn ihr das machen könnt, dann hilft euch das sehr viel weiter. Denn, wie gesagt, der Panzer macht nichts, um irgendwie was zu bouncen. Also teilweise gehen auch schon schwere MGs durch, gerade wenn ihr von Flugzeugen auch angeflogen werdet. Aber auch Panzer mit schweren MGs können euch da tatsächlich sehr gut durchschlagen. Die Granate jetzt leider nicht in die Su-100P eingeschlagen. Und worauf ihr auch aufpassen solltet, deswegen mache ich den Baum hier jetzt gerade weg. Und versuche hier den Baum da hinten auch noch wegzumachen. Die Heat bleibt natürlich gerne irgendwo hängen. Sei es in einem Busch, sei es in einem Zaun, sei es in einem Baum. Hier jetzt den IS-2 schön rausgenommen. Und das hier ist jetzt so eine Runde, da funktioniert die Heat FS erstaunlich gut. Ich habe hier jetzt auf das Objekt 268 geschossen, aber vor ihm ist ein PT-76 durchgefahren. Und da ist die Granate irgendwie nicht so da eingeschlagen, wo sie eigentlich hätte einschlagen sollen. Also sucht euch auf der Karte, egal welche Karte das nun ist, ich habe gleich noch eine zweite Runde dabei, eine entsprechende Position, gebt da ein paar Schüsse von ab und dann wechselt ihr die Position wieder. Hier versuche ich es jetzt halt eben auch gerade mit diesem Fahrzeug aus der zweiten bzw. dritten Reihe. Also wir halten uns relativ weit hinten auf. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da vorne steht eine ZSU-57-2, die nehmen wir auch gleich noch mit raus. Der Vorteil hier, wie gesagt, bei den leichten Fahrzeugen oder leichter gepanzerten Fahrzeugen, die Heat FS wirkt da wie eine HE unter anderem. So, und hier wechseln wir jetzt auch wieder die Position. Ihr habt natürlich nicht die Aufgabe, mit dem Jagdpanzer 4-5 einen Push zu initiieren, sondern ihr seid eigentlich eher dazu da, um euer Team entsprechend zu unterstützen. Ja, es gibt ja trotzdem auch leicht gepanzerte Fahrzeuge, mit denen man einen Push initiieren kann, aber der Jagdpanzer 4-5 gehört da definitiv nicht mit dazu. Also ich empfehle euch hier wirklich, euch entsprechend zurückzuhalten, Feuerunterstützung zu geben und auch die Minimap im Auge zu behalten, weil Nachrücken geht natürlich in jedem Fall. Also wenn euer Team dann auf dem Weg nach vorne ist und ihr bekommt das mit, dann rückt ihr natürlich mit nach. Ihr wollt ja auch Punkte haben und auch weiter entsprechend Abschüsse machen. Ja, und wenn ihr den Jagdpanzer 4-5 gerade am Ausbauen seid und ihr merkt, die Karte ist eigentlich für das Fahrzeug nicht geeignet, dann empfehle ich euch auch, spielt den dann auf der jeweiligen Karte nicht. Wie gesagt, Stadtkarten sind so eine Sache, da wo es sehr, sehr schnell, sehr, sehr eng werden kann, da werdet ihr in den meisten Fällen den Zweikampf verlieren, eben weil das Ding nicht gepanzert ist und weil ihr auch keinen drehbaren Turm habt. Ja, also habt das bitte auf jeden Fall im Hinterkopf. So, PT. Nehmen wir mit. Abschuss Nummer 3. Auf Flugzeuge solltet ihr auch immer aufpassen. Ihr habt zwar oben auf dem Dach ein MG3, aber das ist halt auch in seinem Richtbereich recht eingeschränkt. So, wir sind eben gerade beschossen worden. Ich glaube, auch das war eine ZSU-57-2, die hier
auf uns geschossen hat. Hier seht ihr, dass da vorne Schüsse einschlagen. So. Ich weiß, das ist natürlich sehr, sehr statisch, aber das ist eben genau der Punkt, den ich meinte. So, hier müssen wir uns jetzt noch kurz ein bisschen positionieren und schießen hier dem T-44 durch den Turm in die Munition und bringen die Munition zum Detonieren. Abschuss Nummer 4. Aber das sind halt eben so die Situationen, die ihr mit dem Jagdpanzer 4-5 bekommen werdet und auf die ihr auch spielen solltet. Weil, wie gesagt, bedingt durch die schlechte Panzerung werdet ihr sehr, sehr schnell auch rausgenommen werden können. Und in der Regel ist es so, wenn euch was trifft und ihr seid nicht sofort raus, ist Minimum gefühlt alles trotzdem kaputt. So, auch hier. Und das sind halt solche Beispiele, die ich im Intro gerade angesprochen habe mit der Heat, beziehungsweise der Heat FS. Wenn sie funktioniert, funktioniert sie und dann durchschlägt sie auch Stellen, wo man sich eigentlich denkt, okay, spannend, dass sie da durchgegangen ist. Und in anderen Runden wiederum funktioniert das überhaupt nicht. Also das immer im Hinterkopf haben, dass euch hier die Heat FS tatsächlich wirklich, wirklich trollen kann. So, ZSU. Ja, da war ich ein bisschen zu voreilig. Vielleicht kommt sie nochmal. Da hinten steht noch ein T-34-85. Aufpassen, dass wir nicht im Baum hängen bleiben. Ah, der war zu kurz. Also nochmal. Da steht er noch, er fährt sogar vor. Jetzt bleibt er natürlich so stehen, dass wir so am Baum vorbeizielen müssen. Und da seht ihr jetzt eben gerade, wenn ihr das jetzt mal die Wirkung von der Heat FS jetzt mal eben gerade mit der von dem Panzer, den wir vorher beschossen haben, wo die Heat FS da quasi durch die Kette durchgegangen ist, vergleicht mit dem, wie es jetzt beim T-34-85 war, da seht ihr dann schon so ein bisschen, was ich meine mit sehr RNG-anfällig. Ja, also mal funktioniert sie gut, mal funktioniert sie gar nicht. So, kriegen wir die Flak noch? Mal gucken. Nee. Ging nur gegen den Reifen. Und jetzt ist die erste Runde jetzt auch gleich vorbei. Also, 5 Abschüsse haben wir gemacht, 2 Abschusshilfen, 1837 Punkte. Das Gefecht an sich jetzt nicht wirklich dynamisch, aber ein gutes Beispiel dafür, wie man mit dem Jagdpanzer 4-5 auf dieser Karte entsprechend umgehen kann. Und jetzt springen wir mal gleich in Runde 2. So, dieses Mal ist es Moss Dog. Das ist eigentlich auch eine Karte, wo man sehr gut über die Flanken halt eben fahren kann. Das geht halt eben in den Bereichen hier 7er Linie oder auch 1er Linie beziehungsweise 1er Linie über einen Teil von B oder auch hier 7er Linie über einen Teil von F. Ja, deswegen ist das hier ja auch mit den anderen Gegebenheiten, die wir auf Moss Dog hier haben. Und ihr seht hier auch schon, hier ist schon einer durchgefahren, ja, eine Breda. Und dass wir die da an diesem, was das da war, an dieser komischen Stange da getroffen haben. Auch hier wieder das Beispiel, die Heat FS funktioniert auch als, ja, ich sag mal, in ihrer HE-Wirkung für leichte Fahrzeuge sehr gut. Und der war ganz schön frech.
dass der hier einmal quasi über die gesamte Karte gefahren ist. Aber auch Mos Dog ist hier so eine Karte, ja, die man sehr gut über die Flanken spielen kann, aber die auch mit dem Jagdpanzer 4-5 aufgrund ihrer ja, Designgegebenheiten auch gut über ja, schon die Mitte bespielt werden kann, beziehungsweise so halb über die Flanken, wie es jetzt hier rund um B der Fall ist. So, da habe ich hier geschaut, ob ich da unten in Richtung A etwas sehen kann. So, der T25 auch fast überhaupt nicht auffällig. Vorsicht, Wyvern. Nicht, dass die uns von oben ein Ei auf den Kopf setzt. Das wäre nicht gut. Das würde direkt auf unserem Kopf platzen. Und sich komplett über unseren Panzer verteilen. Das wollen wir natürlich nicht. So, B und C haben wir. Ein sehr großer Vorteil des Jagdpanzer 4-5, da habe ich am Anfang auch noch nicht drüber gesprochen, ist, er ist sehr mobil und sehr agil. Das heißt, ihr könnt schnelle Positionswechsel machen und auch schnelle Richtungsänderungen. Das ist so mit sein größter Vorteil. Ja, also hier so ein ganz, ganz typischer Panzer nach dem Motto Hit and Run. Ja, rein in die Stellung, gucken, schießen, vielleicht noch einen zweiten Schuss abgeben, wenn der Gegner euch nicht sieht. Vielleicht auch noch einen dritten Schuss, aber spätestens danach, allerspätestens danach, Position wechseln, irgendwo neu hinfahren. Und schauen, dass ihr dann auf einer anderen Position rankommt. So, wir haben hier vor uns eine ASU 57. Ich glaube, die hat es nicht ganz so umrissen, dass ich hier jetzt gerade stand. Deswegen nehmen wir sie jetzt hier mit raus. Es war ein ganz netter, geschenkter Abschuss. Aber vor uns hier ist noch ein T34 57. Keine Ahnung, wieso der auf diesem BR halt eben mitfährt. Und die Frage war jetzt eher nur rhetorisch, weil die 57 mm der Russen ist eigentlich ganz gut. So, da kommt er vor, schießt und genau in dem Moment, das ist das, was ich am Anfang zu euch sagte, genau in dem Moment, wo wir uns drehen, schießt er und wir haben es geschafft, seine Granate zu bouncen. Deswegen räumen wir ihm jetzt mal eben gerade den gesamten Turm leer, inklusive seines Geschützverschlusses. Und was ich aber noch sagen will, ist zu dem gebouncten Schuss hier, das ist natürlich nicht Standard. Ja, also währenddessen nehmen wir hier den nächsten T34 raus. Das ist nicht Standard. Ihr solltet es aber trotzdem versuchen, ein bisschen zu wiggeln beim Rückwärtsfahren, wenn ihr seht, okay, der Gegner kann mich beschießen. Vielleicht habt ihr eben das Glück und die Granate geht halt eben nicht durch, so wie hier in diesem Fall. Und ihr bounzt sie einfach nach links weg, dass sie eben nicht durch die Wanne durchschlägt. So, jetzt schauen wir mal hier. Ah, die M109 da unten war nicht von uns kaputt gemacht, aber wir haben sie zum Stehen gebracht. 1027 Punkte, eine gekappte Zone, drei Fahrzeuge haben wir selber schon rausgenommen und zwei Abschusshilfen haben wir hier jetzt noch gesammelt. Und ich versuche jetzt hier die Position zu wechseln, weil da, wo wir eben gerade standen, da waren halt eben noch zwei andere und das bringt uns nichts, wenn wir da selber noch mit rumgammeln. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier von ein bisschen weiter rechts auf der Karte machen können. Hier stehen noch zwei Wracks, die wir vielleicht so ein bisschen noch als Sichtschutz verwenden können, um dann rauszukommen, wenn es nötig ist, dass uns der Gegner nicht gleich sieht. Ja, er kümmert sich auch überhaupt so gar nicht um uns, deswegen nehmen wir ihn gleich raus. Ja, und im Moment sind die 6,5 Sekunden eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Und auch hier seht ihr, die HeatFS funktioniert gut. Abschuss Nummer 5. Auf den Firefly. Und hier seht ihr, wie ich halt eben immer so versuche, schon in Bewegung zu bleiben. Währenddessen beschießen wir hier den Komet. Ja, das war doof von mir, der war viel zu kurz. Ja, einmal schön durch die Geschützblende rein in den Komet nochmal. Abschuss Nummer 6. Und jetzt mal schauen. Die Flugzeuge lassen uns zum Glück auch in Ruhe. Ausnahmsweise mal, das muss man auch dazu sagen. Normalerweise bin ich immer sofort Zielscheibe Nummer 1. Da können noch so viele Leute aus meinem Team um mich herum stehen, die eigentlich das deutlich lohnenswertere Ziel wären. Nein, bei sowas muss ich den Aluhut aufsetzen und sagen, da gehen die Flieger immer zuerst auf mich, als hätte ich so eine rote Zielscheibe auf dem Dach. Aber wir können hier an der Stelle das Replay jetzt anhalten. Die Runde ist vorbei. 1783 Punkte, eine gekappte Zone, zwei Abschusshilfen, sechs Gegner haben wir selber rausgenommen. Und mein Fazit zum Jagdpanzer 4-5 bzw. zum Kanonenjagdpanzer. Ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mir am Ende dann doch mehr Spaß gemacht, als ich es gedacht hätte. Ich bin ihn in der Vergangenheit zwar schon ein paar Mal gefahren, aber weil er einfach meinem Spielstil nicht entspricht, beziehungsweise auch nicht entsprochen hat, habe ich ihn halt eben in der Garage stehen lassen, weil es gibt halt auf dem BR auch bessere Fahrzeuge. Trotzdem kann ich sagen, es ist ein gutes, grundsolides Fahrzeug. Er macht auf jeden Fall Spaß, wenn ihr den Grind mit der Hash durch habt und die Heat FS habt, dann wird er deutlich angenehmer zu spielen als mit der Hash. Und die Hash könnt ihr dann auch getrost im Hangar lassen. Die müsst ihr dann gar nicht mitnehmen. Den könnt ihr dann tatsächlich Heat FS only spielen. Und am Ende hat er mir dann doch mehr Spaß gemacht, als ich eigentlich gedacht hätte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was gelernt wieder, wie ihr mit dem Fahrzeug umgehen könnt. Das könnt ihr natürlich auch auf andere Fahrzeuge mit Kasematt-Aufbau übertragen. Denkt dabei bitte nur daran, er hier ist einer der mobilsten, die wir im Spiel haben, was Jagdpanzer angeht mit Kasematt-Aufbau. Andere sind da schon deutlich schwerfälliger. Also habt das bitte auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, ihr könnt natürlich mit einem Jagdpanther zum Beispiel genauso spielen wie mit einem Jagdpanzer 4-5. Der Jagdpanther kann sogar noch ein bisschen mehr bouncen. Er ist aber halt ein bisschen langsamer, nicht ganz so agil, wie er das ist. Muss man halt eben sagen, gerade auch was den Rückwärtsgang angeht. Aber trotzdem wollte ich euch nur sagen, ihr könnt diese Spielweise natürlich auch auf andere Kasematt-Jagdpanzer eben ummützen. Ich hoffe, ummünzen, ja, also anpassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt doch auch bitte gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor auch über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.